Die Energiewende ist seit wenigen Tagen in Salzburg ein weiteres Stück Realität geworden. In Eugendorf produzieren seither 4500 PV-Module grünen Strom aus Sonnenlicht in Salzburgs größtem Solarpark. Wir haben hier fast auf 6 Hektar 2,2 Megawatt installierte Photovoltaikenergie. Und wir können hier 2,6 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Umgerechnet auf die Haushalte, unsere Größe ist immer ca. 650 bis 700 Haushalte, die wir mit erneuerbaren Energie versorgen können. Die Salzburger AG investiert heuer 350 Millionen Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energie, aber auch der Netze, denn ohne Netze funktioniert ja auch die Energieherstellung nicht, Umspannwerke etc. Und in den nächsten Jahren sind es 1,8 Milliarden Euro in Summe, das ist ein gewaltiger Betrag. Die Anlage wurde auf einer landwirtschaftlichen Fläche als Agri-PV-Anlage errichtet. Die Wiese kann nach wie vor landwirtschaftlich genutzt werden. Das Konzept scheint hier in Eugendorf hervorragend aufzugehen. Wir sehen hier diese Flächen in 10 Meter Abstand, die bewirtschaftbar sind. Das ist halt eine Doppelnutzung mit ein bisschen weniger Ertrag. Aber aufgerechnet auf diesen Doppelertrag von Energie und von Grünland in diesem Fall, ist eine Möglichkeit, die hochwirtschaftlich ist. Es macht sehr stolz, dass die erste hier steht. Dass natürlich erschwerte Verhältnisse für die Bewirtschaftung vorherrschen, hier steht außer Frage. Trotzdem war es uns wichtig, irgendwo muss man es mal ausprobieren und muss dann auch mal wirklich Fakten gewinnen, um zu sagen, wie schaut es denn wirklich dann aus? Was kriegst du denn wirklich Ertrag nur außer? Und das war dann auch ein Argument, wo wir dann unsere Landwirtschaft gleich mal mit an Bord gehabt haben, wo die auch gesagt haben, ja, passt. Braucht man ja wirklich. Wenn man es nicht irgendwo mal ausprobiert, dann werden wir es nie wissen. Der neue Sonnenpark Eugendorf ist ein Vorzeigeprojekt, aber bei weitem nicht das einzige, um die Salzburger Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Wir werden in Zukunft mehrere solche Anlagen haben. Das ist hier die erste im Bundesland, aber drei weitere macht die Salzburger AG in Lambrechtshausen und Gömming und am Salzburgring. Und da sind wir sehr froh, dass auch die Energieerzeuger selber das in die Hand nehmen. Zusätzlich zu den vielen kleinen privaten und auch zu den Betrieben. Es gibt weitere Agri-PV-Anlagen, es gibt sogenannte Tracker-Anlagen, also wo die Photovoltaikmodule dem Sonnenstand folgen. Es gibt Anlagen, wo wir schon versiegelte Flächen nutzen wollen. Das Team ist wahnsinnig kreativ auf der Suche nach guten Lösungen und wir werden liefern. Von Anfang an war für uns klar, wenn man so ein Projekt macht, wo man eine Laufzeit hat oder eine Lebensdauer von einer Anlage, die ja 25 Jahre durchaus übersteigt, dann braucht man einen Partner dabei, da wo man weiß, der ist verlässlich und der ist auch in 25 Jahren noch da. Und da war für uns dann klar, es kann nur die Salzburger AG als Partner geben, weil das ist unser lokaler Energieversorger, wo wir einfach wissen, auf den ist Verlass.